Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Gut. Ja. Kannst du dich mal vorstellen, bitte? Ich bin Clarissa, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Buko der Märkischen Schweiz. Was machst du sonst so? Also, ich habe dieses Jahr mein Abitur gemacht. Und seitdem bin ich viel unterwegs gewesen. In Mexiko, habe da meine Gastfamilie zum Beispiel wieder besucht. Wie lange warst du in Mexiko? Nur für einen Monat jetzt, aber davor für ein Jahr. Also nach der 10. Klasse für ein Austauschjahr in Mexiko. Ich finde das gut, wie du deine Haare trägst. So. Danke. Ich hasse das, weißt du, die meisten, heutzutage ist es ja so, die Frauen wollen ja alle wahnsinnig viele Haare haben, ja, und dann machen die Frauen das immer völlig nach Mersen. Alle Haare auf der linken Seite kommen nach vorne, alle Haare auf der rechten Seite kommen nach vorne, hinten ist Glatze quasi, aber nur, damit die Haare so alle vorne sind, dann sehen die auch so wie so ein Löwe und von hinten wie Glatze, und du hast wenigstens auch ein paar Haare, du hast viele Haare hinten, du hast viele Haare auf der Seite. Back to the roots. Gerne mal auf den beiden Seiten. Aber ja, okay. Vor allem hast du keine aufgepumpten Lippen, das finde ich auch gut. Ganz natürlich. Alles genau, du bist so richtig so Natur, pur. Ja. Ich hoffe, du singst auch so. Was singst du für uns? Von Christina Aguilera, Something's Got a Hold on Me. Spiel. Was noch? Ich habe auch noch von Lea zu dir und Let It Be von den Beatles. Crazy. Aber ich würde ganz gerne das. Ja. Okay, klar, kein Problem. Sometimes I get a good feeling, yeah. Oh, I get a feeling that I never, 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 never had it before, no, no. And I'm just gonna tell you right now that I do believe that something's got a hold on me, yeah. Oh, it must be love. Oh, something's got a hold on me right now, sure. Oh, it must be love. Let me tell you now, I never felt like this before. Well, something's got a hold on me, the rule ain't go. Believe I'd die if I only could. I should feel strange, but the truth feels good. I said it all. Das war so ähnlich wie bei Marie eben gerade, ja. Also da sitzt man so eine kleine, schmale 48-Kilo-Frau. Da ist man natürlich echt überrascht, wenn du da irgendwie so singst wie 1,80 und 700 Zentner, ja. Da kommt ein Strahl raus und dann dieses wow, ja. Also auf jeden Fall eine Hammerleistung und natürlich ein Hammerjahr von mir. Dankeschön. Ich weiß ja nicht, warum Dieter immer die gleichen Gedanken hat wie ich. Das ist unglaublich. Ich wollte wirklich sagen, hat Marie-Effekt. Wirklich, weil man hätte es gar nicht erwartet. Es war eine Riesenüberraschung. Mach genauso weiter. Super Leistung. Dankeschön. Ja, also das ist natürlich die, sag ich mal, die perfekte Casting-Geschichte halt. Ja? Man kommt rein und man ist so irgendwie demütig und ganz normal und lieb und lala. Und genau so eine Nummer passiert. Ich habe mir immer gewünscht, diese Überraschungseffekt-Erlebnis zu haben. Und du hast mich weggekickt. Schön. Sehr schön. Take me to church! Ja, Wahnsinn, wirklich. War ganz, ganz, ganz toll. Top richtig gemacht. Viel Spaß und hol dir das Ding ab. Ja, viermal ja. Dankeschön. Hast es echt verdient. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Und noch einen schönen Tag. Gleichfalls. Ja, auch. Ciao. Tschüssi. Clarissa hat sich passend zur Löwenmähne mit Bravour in den Recall gerührt. Sie kann noch hoch hinauskommen, nicht nur beim Autogramm.